Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skylanders Ring of Heroes. Und hier hat sich ein bisschen was getan. Ihr seht oben links eventuell, na gut, meine Fratze hat sich verändert. Das andere Bild war ein bisschen älter. Jetzt habe ich auch das Profilbild drin, was ich aktuell bei Twitch und YouTube verwende. Kann man ja mal machen. Ich meine aber eigentlich das Level. Im letzten Video war ich am Ende gerade mal Level 9 geworden, also kurz vorher. Und wie ihr seht, ich bin ja 3 Level höher. Aber, und das muss ich euch kurz zeigen, ich habe nichts weiter hier gemacht, ja. Wenn wir mal auf Normal klicken, bin hier immer noch am Anfang. Ich habe jetzt hier nichts weiter gemacht. Also, ne, nicht meckern oder so, dass ihr dann nachher sagt so, ey, Doki, kannst du doch nicht machen. Wieso spielst du einfach ohne uns weiter? Nein, habe ich nicht gemacht. Und ich kann hier was austauschen. Das mache ich mal eben. Wie ihr seht, habe ich auch Flash Ring hier ein wenig geskillt. Beziehungsweise, ja, gebaut. Oh ja, hier, das habe ich noch gar nicht gemacht gestern. Ne? Belastend. Da ist mir natürlich einiges an Goldflöten gegangen. Patrouillenzeit ist auch max. Holen wir uns mal ab. Kriegen 70.000. Und ja, haben hier ein paar Steinchen wieder. Das ist übrigens ganz geil hier, dass man die Dinger bekommt. Das ist es tatsächlich wert, ohne Scheiß jetzt. Also, wenn ihr wirklich regelmäßig alle 6 Stunden abholt, ist das hier tatsächlich wert, ein Abonnement zu starten. Ja, finde ich voll legitim. Ich bin ja gerade aktuell noch in meiner 7-tägige Testphase. Wie man hier erkennt. Also, es sind immer noch 6 Tage übrig. Ich bin gerade mal an Tag 2 angekommen, ja. Also, bei euch ist es jetzt noch, weiß ich nicht, eine Woche später mittlerweile. Also, ne, für mich ist es Tag 2, für euch ist es schon eine Woche alt. Das ganze Projekt, aber für mich gerade mal knappe 24 Stunden sogar. Also ich habe vor knapp 24 Stunden angefangen, jetzt ist es wieder abends. Konnte jetzt abends jetzt wieder anfangen, aber ich habe nebenbei ein bisschen laufen lassen, während ich Sachen gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch was. Ich habe nämlich erstens Flashwing jetzt nochmal mitgeballert, weil ich mich, also ich habe mich nicht wirklich informiert. Ich will selber gucken ein bisschen, aber ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Okay. Flashwing wird die ganze Zeit ziemlich krass gehighlightet, ist überall mit dabei, ist 4,8, ist halt auch ein guter Heiler. Ich habe mir das jetzt selber nochmal durchgelesen. Gerade der zweite Skill hier stellt die HP von allen Verbündeten um 50% der Max-HP der jeweiligen Ziele wieder her. Ist schon ziemlich geil, wenn du halt sie hier, er, sie erst halt voll auf HP spielst, dann gehen da so krasser Heal durch. Natürlich, ja, hast du hier noch einen Schaden und kannst Effektwiderstand machen, ist okay. Und dann haben wir noch den letzten. Wenn die eigene HP am Ende der Runde bei 30% oder darunter liegt, wird der Stärke-Effekt auf sich selber vor eine Runde gewährt. Und dann wird halt die Ausdauer kontinuierlich hergestellt. Ausdauer gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass es die Mana-Punkte sind. Diese deutsche Übersetzung ist teilweise halt echt grauenhaft. Wir können uns natürlich nochmal kurz schauen, was hier die anderen Leute geschrieben haben. Bei Great soll das wahrscheinlich haben. A great option for an Ellie. For all early healer and great character design. Ja gut, das ist jetzt wirklich nicht ausschlaggebend, ob ich ihn benutzen will oder nicht. Best Rare Skyline, aber ich glaube, wir hatten das schon mal durchgelesen, ne? Hammer Heiler, Best Healer so far, OP, das Charakter. Also diese Charakter kann für 2 Mana heilen. Für 25%, also wahrscheinlich sogar, jetzt muss ich selber mal gucken, kannst du den hier noch hochballern. Für jeweils 5%. Hier kontinuierliche Heilung der HP-Erhöhung um 5%. Und hier oben auch nochmal. Das kann ich eigentlich mal kurz machen. Dann haben wir schon mal 20%. Das ist schon mal wesentlich mehr. Und hier unten haben wir nochmal 5%. Und die Abklingzeit wird hier sogar noch verringert. Warte mal, das ist es um 2 sogar. Du hast also innerhalb von 2 Runden direkt wieder die Heilung ready. Also ist das schon ziemlich stark. Also sehr stark sogar. Deswegen habe ich jetzt Spotlight einfach mal mit Flashwing ausgetauscht. Nicht, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich wurde beeinflusst und ich spiele hier nach Meta oder sonstiges, aber ich möchte tatsächlich auch erstmal so gut wie möglich durchkommen. Gerade jetzt im Normal weiß ich halt nicht, wie krass das wird. Deswegen habe ich hauptsächlich nebenbei, wo ich Sachen heute erledigt habe, Zyklopen weitergemacht. Ich habe hier mal 2 und 3 die ganze Zeit abgewechselt, zwischendurch hier die Federstifte bekommen und dann halt auch noch die geheime Bibliothek gemacht, wo ich tatsächlich paar Schriftrollen jetzt bekommen habe und das möchte ich gerne mal mit euch anschauen. Also ich habe jetzt da nichts weiter gemacht. Also am wichtigsten sind glaube ich immer noch Roller Brawler wegen der AOE und Ambush. Und hier muss ich glaube ich gar nicht so krass drauf achten. Aber die beiden hätte ich gerne mehr Attack. Und hier gibt es ein Z.
Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie, wo das war. War das hier? Ich glaube, ja, genau. Bei der Waffe einfach mal drauf gucken. Die übrigens nur 6 ist. Na guck, warte mal. Hier können wir noch ein bisschen Schaden rausholen. Ja gut, bitte nicht fehlschlagen, danke. Ich habe, glaube ich, schon genug Kohle jetzt ausgegeben. Oh, direkt auch 32.000, sehr schön. So, dann haben wir ein bisschen Attack mehr, sehr schön. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist... Ne, nicht auf... Ah, hier, verzaubern. Genau, hier haben wir ein paar Schriftrollen jetzt geholt. Also ich, nicht wir. Sorry. Wir haben natürlich hier Vampir. Vampir ist auch ziemlich cool, eigentlich. Könnte man machen, aber das hier ist eigentlich das, was ich machen wollte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Teile diesen Z-Effekt haben muss, damit der Z-Effekt triggert. Verstehst du, was ich meine? Wir könnten, glaube ich, hier nochmal nachschauen. Fatal hier unten. Ein Z-Effekt, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zusätzlichen Schaden im Verhältnis zum Max-HP des Feindes zufügt. Oh, okay, das ist aber was anderes. Wenn der Feind bei aktivem Boss-Boost angegriffen wird, Effekt wird nicht auf die Boss-Mütze angewendet. Oh. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur... Also klar, es macht zusätzlichen Schaden, aber dass einfach mein Schaden erhöht wird dadurch. Ein Z-Effekt, der die Wiederherstellung der HP im Verhältnis zum zugefügten Schaden ermöglicht, wenn man Skillschaden zufügt. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Das, also Vampir kenne ich halt noch. Ich habe auch andere Spiele gespielt, wohlgemerkt. Ne? Also ich beziehe mich hier jetzt vollkommen auf Summoner's War, weil es halt auch von Come to Us ist. Und die halt ähnliche Effekte halt haben. Oder zumindest dachte ich es. Also Vampir ist klar fast 1:1. Nur Fatal nicht. Bei Fatal war das, glaube ich, bei... Summoner's War so, dass du halt 25% mehr Angriff hast, wenn du 4 Set-Teile getragen hast. Scheint hier nicht so zu sein. Also du machst zwar zusätzlichen Schaden im Verhältnis zum Max-HP des Feindes, aber... Das ist irgendwie... ich müsste mir, glaube ich, doch nochmal alles durch den Endset-Effekt, der die Zurücksetzung des Abhängigkeits... Okay. Ich will jetzt eigentlich... Das ist eigentlich ganz cool hier. Reinigung. Schutz, Reflexion. Es gibt nur die hier, ne? Es sind eigentlich gar nicht so viele. Oder bin ich jetzt doof? Es sind gar nicht so viele Sets, ne? Ich weiß auch nicht, seit wann das Reboot ist und ob da noch was hinzukommt. Ich hoffe ja. Damit hier wenigstens ein bisschen mehr Competitive-Gedöns kommt. Episoden-Dungeon könnte ich mir eigentlich mal anschauen. Aber ich will mich nicht spoilern lassen hier. Also das hier, Episoden-Dungeon. Aber da will ich mich gerade gar nicht so hart spoilern lassen. Das werden wir uns nachher auch zusammenschauen. Finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen schade. Vielleicht irre ich mich ja auch. Und Fatal ist tatsächlich so stark, wie ich denke. Aber wir können es eigentlich mal einfach mal drauf machen. So. Fatal 4. Okay, 4 Teile sind das hier. Mal gucken. Fügt 5% der Max-HP des Feindes als zusätzlichen Schaden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zu. Und hier bei 6 sind sogar 100% dann. Wenn der Feind bei aktivem Boost angegriffen wird. Aktiviert den Boost. Okay, was heißt denn der Boost? Effekt wird nicht auf Bossmods angewendet. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass es nicht auf Bossmods angewendet wird. Fügt 5%. Okay, das ist genau dasselbe, aber nur wenn der Feind bei aktiviertem Boost angegriffen wird. Das hier. Das verstehe ich tatsächlich noch nicht. Wenn der Feind bei aktiviertem Boost angegriffen wird. Das verstehe ich einfach noch nicht. Von daher. Ich werde einfach mal... ich weiß nicht. Lass ich das jetzt einfach? Kann ich dich eigentlich weiter verzaubern oder andere Sachen jetzt drauf machen, theoretisch? Ich könnte jetzt viermal Vampir drauf machen. Ja, das würde funktionieren. Stellt die eigene HP um 3% und hier um 5% dann wieder her. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Wie viel haben wir denn? Wir haben nur noch 4. Also ballern wir einfach mal 4 Dinger drauf. Ich muss so oder so dann nochmal sammeln. Aktuell ist es sogar noch kostenlos, oder war kostenlos, deswegen bin ich da den ganzen Tag drin gewesen, während ich andere Sachen gemacht habe. Ich weiß halt natürlich nicht, wie lange das jetzt gilt, aber zur Not gebe ich halt auch gerne Energie aus, damit sie endlich mal verschwindet. Bloß nicht. Und ich kann jetzt aber nur 4. Wieso ist das grün und hier blau? Weiß natürlich keiner, oder? So, verzaubern. Doch gar nicht so teuer, aber nur weil es halt grün ist, oder? Ich gehe mal davon aus, dass nachher die blauen, das ist auch blau hier, die blauen und die lilanen noch mehr HP dann wieder herstellen. Ich hoffe es einfach mal.
Ich verstehe halt nur nicht, warum das jetzt hier blau, das hier blau und das hier grün ist. Das wird mir... Okay, 6 kann ich sowieso nicht machen, weil ich sehe gerade, der letzte Slot ist ja hier noch gelockt. Von daher spielt Batman. Okay. Das ist auch wieder grün. Ich verstehe halt nicht, warum. Ja, keine Ahnung. Weil Baum. Stellt ja, ja, okay, ja, ja. Okay, lassen wir das mal. Dann hat zumindest Ambush jetzt mal einen Effekt drauf. Bei den anderen weiß ich halt nicht. Oh, hier fehlt mir sogar noch was, sehe ich gerade. Weiß ich nicht, ob ich da was machen sollte. Genau, ich wollte eigentlich noch zeigen, dass ich die anderen jetzt eigentlich auch soweit ausgerüstet habe. Stealth 11 ist irgendwie doch zu kurz geraten. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Klammern wir noch ein bisschen HP rauf. Weil HP ist geil, damit sie halt länger überleben. Na, das sieht doch gut aus. Ja, aber ich will nicht den Abend von dem Tag loben, ja. Nee, den Tag von dem Abend loben, so rum. Sehr schön, wenn man die Sprichwörter erstmal komplett falsch sagt. Hört einfach nicht auf das, was ich sage. So, jetzt haben wir hier Verteidigung, Effekt, Genauigkeitsrate. Das ist eigentlich ganz cool hier. Das habe ich hier unten auch nochmal drauf. Plus 18%. Und hoffe, dass die Vergiftung dann einfach mal des Öfteren auch trifft. Und genau. Du hast auch soweit. Hier muss ich halt das zweite Mal Superboost machen. Ich würde tatsächlich gerne ein paar Beschwörungen machen. Aber. Hier kommt das große Aber. Aber. Sie ist halt ein episches Monster. Skylander, whatever. Und das könnte mir gut teuer kommen, also gut teuer werden. Einfach nur, weil ich halt sie nicht so schnell ziehe, wie ich halt erhoffe. Also ich könnte natürlich jetzt ziehen. Ich habe eigentlich auch genug, so ist nicht, also genug Gems hier oben, Juwelen, wie auch immer. Aber ja, also Gildenmission, da habe ich auch wieder was erledigt, sehr schön. Für euch ist natürlich schon eine Woche vergangen, nicht wundern. Bei mir ist halt immer noch keiner drin. Hier ist Batman. Aber ja, vielleicht hat ja irgendwer Bock. Vielleicht fängt auch jemand neu an und hat Bock hier in der Gilde mitzumischen. Würde mich halt voll darüber freuen. Ist immer noch offen alles. Also heute, der zweite Tag. Kommt ruhig vorbei. Hier übrigens aber auch durch. Und wie ich mir halt auch dachte. Sehr schön. Oh ja, nice. Gib her. Juwelengas. What the fuck? Was geht denn jetzt los? Ich krieg hier übelst Juwelen gerade zugeballert. Aber ich beschwere mich nicht. So. Ich habe gerade Energie angenommen, oder? Oh, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber das war dumm. Herausforderungsleitfaden, was eigentlich hier? Genau, bis 10 habe ich auch gemacht, weil. Genau. Tränen gedöns. Ne, wo waren das jetzt hier? Da unten. Tag 2 sagte mir, dass ich hier bis 10, 10. Stock des Illusionsturm abschließen soll. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die anderen Tage mir sagen, ich soll bis 20, 30, whatever. Wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber, wo waren das jetzt hier? Die Level steigen gar nicht so krass an. Also das hier würde ich halt auch immer noch schaffen. Ne? Meine Kampfkraft ist jetzt auch gut angestiegen. Ich werde hier, denke ich mal, bis 4, 5 Sterne machen. Also maximal bis Level 60. Und dann gehe ich einfach mal stark davon aus, dass ich hier auch relativ leicht, beziehungsweise leichter durchkommen. Also bis 20 oder vielleicht sogar 30 könnt ihr schaffen. 50 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Die paar Gems hier noch abholen, die man jetzt hier so sieht, hier links. Und ja, dann haben wir das auch. So, lange gequatscht. Jetzt gucken wir uns tatsächlich auch mal die Golden Queen an. Eigentlich kenne ich es von damals noch. Hauptbelohnung 250.000. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist 500.000. Die zweite werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich schaue jetzt einfach mal. 7.777.777. Kann ich hier schon sehen, wie viel du hast? Nein. Wie soll ich das packen, bitte? Das schaffe ich doch nie und nimmer. Das schaffe ich doch. Okay, ich gehe einfach rein. Okay.
Achso, erstmal den Automodus wieder aufmachen. Die Vergiftung ist wenigstens rausgekommen. Okay, normalerweise, damals war es so, dass man noch Wellen davor hatte. Jetzt kämpfen wir einfach instant gegen den Boss. Hier ist auch irgendwie eine 5 zu sehen, die mir was sagt. 5 Kisten kann ich insgesamt bekommen, oder was? Gut, machen wir mal die Blutung raus. Okay, wir haben Heilung dabei, alles gut. Blutung ist immer noch drauf. Ich würde, glaube ich, tatsächlich erstmal mit Ambush. Und auch mit, dass er crittet. Nein, tut er nicht. Belasten. Gut, sie macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Da kommt die Vergiftung gerade nicht rauf. Oh, nice, danke. Ich habe natürlich jetzt gerade nichts vorbei. Ah, guck mal, wenn sie niedergeschlagen ist, dann habe ich jetzt einen Bonus. Okay. Aha, 7. Verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Ach so, das ist ihre Dings, um niedergeschlagen zu werden. Verstehe. Und so viel Schaden muss ich hier insgesamt machen, hier oben, oder was? Warte mal, ich zeig mal hier drunter, also hier. So viel Schaden muss ich hier machen. Also ich habe gerade mal so wenig gemacht und ich muss das wahrscheinlich voll machen, um die Kiste zu bekommen. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich glaube ja, dass ich trotzdem Gold bekomme. Sie lädt auf. Das finde ich nicht so geil. Und wir haben auch keine Ausweichrate hier unten gerade. Wobei, doch, warte mal. Wenn ich jetzt angreife. Kann ich. Bist du angeschlagen? Aber das ist nicht ready. Ich kann sie halt einfach nicht. Ja, versuchen wir mal auszuweichen. Lass mal gucken, wie ich hier kämpfen muss. Achso, ich habe auch nur noch 3 Runden, ne? Ist gleich zu Ende hier. Also wenn ich das hier richtig sehe, hier sind nur noch 3 Runden gerade. So, Blutung drauf. Gift drauf. Ein bisschen Schaden kommt rum. Aber ich glaube, dass wir hier einfach failen gerade, ne? Sehr schön ausgewichen. War meine letzte Runde, glaube ich. Jetzt können wir nochmal einen Bonus machen. Boah, Alter, knapp 9000 Schaden gemacht. Das war nice. So, das war die letzte Runde, glaube ich, ne? Zu Ende? Nee. Hä, aber hier steht doch jetzt eine 0. Oder kann ich jetzt noch die Runde machen und dann ist zu Ende? Okay, jetzt zu Ende. Mhm, okay, verstehe. Also je nachdem, wie viel Schaden man gemacht hat, dementsprechend bekommt man hier Gold. Ist das gerade mein Schaden, den ich gemacht habe hier? 23.552, also hat sie wahrscheinlich 250.000 Leben. Portalmeister, es ist gut, dich gegen die Golden Queen kämpfen zu sehen. Aber jeden Tag so zu kämpfen, ist zu viel Arbeit. Schließe Abenteuer 5-7 normal ab, dann kannst du auch die Golden Queen eliminieren. Überspringe den Kampf mit Eliminierung und erhalte schnell Belohnung. Es ist wirklich praktisch. Ja, wäre schon ziemlich cool, ne? So, das mache ich nachher nochmal, aber das hat jetzt auch gut Zeit gekostet, wenn ich mit der Folge fertig bin. So, deswegen gehen wir jetzt einfach mal 1 rein. Und okay, wir kriegen hier nicht instant Dialog-Tags. Ich dachte ja, hier geht die Story einfach mal direkt weiter. Weil gewisse Funktionen ja jetzt noch freigeschaltet werden, wenn ich das hier gemacht habe. Ne? So, mal gucken, wie viel Schaden das hier macht. Oh, nicht so viel, wie ich dachte. Aber ich halte zumindest etwas aus. Okay, du bist down. Oh, bist du einmal ausgewichen, GG.
ein bisschen Schaden kommt dabei rum. Aber wo habe ich tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, jetzt die Skills von den ganzen Skylandern auch noch ein bisschen hochgehauen. So dass sie jetzt ein bisschen mehr Schaden machen, beziehungsweise jetzt hier bei Stealth auch einfach mal die Abklingzeit wesentlich geringer ist. Hier von dem zweiten. Also ich kann das halt jede Runde tatsächlich jetzt einsetzen. Was halt schon ziemlich strong ist. Weil sie halt ja auch gut Schaden macht, ne? So. Nächste Ebene. Schade, dass man hier gerade, gut, hier sowieso nicht, beim Boss, immer noch, ach doch, guck mal, hier kriegt man auch die mittleren Glanz. Okay, ich wollte nichts sagen, aber beim ersten Mal kriegt man halt nur die niederen, aber man kann auch die mittleren bekommen, was halt auch wichtig ist, damit ich die nachher weiter upgraden kann. Und die bekommen nur 2 Sterne Ruhen. Ich glaube tatsächlich, dass man halt zwischenzeitlich auch Zyklop machen muss, weil du sonst hier ziemlich aufgeschmissen bist. So, jetzt machen wir einmal so. Einmal so. Das sollte eigentlich viel schneller gehen, als wenn ich die AOE-Attacke jetzt benutze. Einfach Single-Damage drauf machen. Weiß nicht, ob das killt. Wahrscheinlich nicht, ne? Machen wir dich. Okay, das reicht nicht aus, aber da ist die Blutung drauf. Ah, schade, dass wir die nicht direkt gewonnen hätten bekommen mit den Single-Hit-Dinger. Aber die machen mittlerweile gut Schaden. Machen mittlerweile sehr gut Schaden. Also ich komme hier relativ gut durch. Und ich kriege jetzt auch endlich mal Erfahrung. Als ich Zyklop gemacht habe die ganze Zeit, habe ich halt so gut wie gar keine Erfahrung gemacht. Also klar, Akademie-Level und so, keine Frage, aber ach so, hier die, 11.589, war das mein Schaden und habe ich das mal 2? Nee, auch nicht. Also ich kann ich verstehe gerade das hier nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Muss ich das doch zu Ende machen? Möglicher Eintritt? Ich werde einfach mal jetzt das auf Autolauf lassen. Und ist gerade die Einstellung hier runtergegangen? Warte mal, können wir hier in die Einstellung gehen? Ne, können wir nicht. Ich lasse einfach mal kurz Auto laufen. Mal gucken, ob die mehr Schaden machen, als wenn ich das manuell mache. Ich glaube zwar nicht, aber wirklich kann es ja sein, ne? Ja doch, ich glaube, die haben sie in den ersten beiden Runden schon viel mehr Schaden gemacht, als wenn ich das alleine gemacht hätte. Das ist Blutung, Vergiftung. Ja, ich glaube, die machen wesentlich mehr Schaden. Ich lasse aber im Auto-Modus laufen. Es kommt aber keine Blutung oder so weiter raus. Schade. Wird auch niemand vergoldet. Finde ich sehr schön. Oh no, ausgelöst. Also die machen, also die haben jetzt glaube ich schon fast doppelt so viel Schaden gemacht wie ich vorhin manuell. Ich bin also eine richtige Pfeife. Okay, das war's. Ah, mehr Gold habe ich dadurch nicht gekriegt, oder? Ich habe sogar weniger Gold bekommen, oder? Und weniger Bonus. Wir machen jetzt einfach das dritte Mal. Das lasse ich jetzt auch im Automodus laufen. Irgendwie war das ein bisschen pixelig. Ich muss mal gleich mal was gucken. Gut, wenn die Debuffs halt nicht richtig draufgehen, also nicht richtig triggern,
Dann kommt halt dementsprechend auch kein Schaden durch. Da hätte zum Beispiel Blutung draufkommen können. Kam es halt nicht. So, hier könnt ihr jetzt Blutung. Da kommt sogar Blutung. Sehr schön. Das macht halt auch gut Schaden. Da kommt die Vergiftung. Wieder niedergeschlagen, sehr schön. Ich könnte Ambush einmal. Ah, schade. Ambush hätte eigentlich drauf gehen müssen. Boah, das war auch gut Damage von Lightwing. Ne, Flashwing heißt er, ne? Flashwing. Okay, Blutung wurde aktualisiert. Zwei Runden noch. Na, scheinen, glaube ich, ungefähr denselben Damage zu machen. Nächste Runde kann ich, glaube ich, noch einmal angreifen. Das war doch mit der Heilung. Ich glaube 1500, wenn ich das richtig gelesen habe. 1571. Aber es ist halt auch wieder ungefähr dieselbe Menge Gold. Ist okay, denke ich. Ist okay. So, mal kurz Mission abholen. Wir haben ja, glaube ich, oder? War das jetzt hier nicht mit drin? Mit der Golden Queen? Nicht? Arena? Wollen wir die Arena mal direkt mit versuchen? Ich meine, ich könnte auch einfach mal aktualisieren und gucken. Oh, Kacke, Alter. Der 179er hier ist, Alter, 306.000, 380.000. Warum kriege ich hier solche? Weil einfach die Leute inaktiv geworden sind und hiermit unten gelistet werden. Die sollten eigentlich am besten gar nicht mehr mitgelistet werden. Das ist doch gefährlich hier. So, ich kämpfe jetzt einfach gegen ihn hier. Oder auch nicht. Guck dir das mal wieder an, Alter. Der. Ach, holy, hä? Level 80. Und 70. Vor allem sind das alles Net 5s, ne? Vor allem ein Light Net 5. Kriegt. Hat man. Mit Level 8, Alter. Hat man welche geschenkt bekommen? Ich sehe hier natürlich auch nicht, was die an. Aether und so weiter haben, ne? Doch, hier kann ich sehen. 29.000. Du hast allein schon... Oh, wobei, meiner hat, glaube ich, sogar 30, 32.000, ne? Wie viel hast du denn? Ja, die haben halt Crab Aether-Steine drauf, ne? Boah, hier sogar noch einser. Ich könnte es schaffen. Nur weil hier halt der Crab drauf ist. Also dich komplett wegmachen. Also am Anfang direkt. Damit er es gar nicht stresst. Und leichte Flügel. Erhöht den Angriff der Teammitglieder im Kampf um 15%. Das ist hammer nice. Hammer nice. Erhöht die eigenen Angriffe im Kampf um 15%. Ich versuch's einfach mal. Theoretisch bin ich stärker von der Kampfkraft. Aber so viele Net 5s am Anfang schon zu haben, ist. Mach mal bitte Autokampf. Oh, das war jetzt nicht gut. So, hier mache ich direkt mal Schilden mit. Sehr schön ausgewichen. Ich mache einfach mal hier die AOE. Wenigstens Blutung drauf, sehr schön. Okay, jetzt ist natürlich jeder Provokationsgedöns drauf. Jetzt ball ich ihn einfach mal direkt weg. What the heck? Der hat keine Runen, gar nichts und trotzdem hält er so viel aus. Ist wieder noch geheilt, das ist uncool. Okay, versuchen wir ein paar negative Effekte drauf zu ballern. Regeneration, Verteidigung, Angriffsab, das ist alles nicht so geil. So, nochmal AOE. Dann ist gar keine AOE. Doch. Ist die AOE, ja. Und versuchen sich jetzt einfach mal wegzuhauen. Klappt einfach nicht. Er hat das noch überlebt in der Heilung. Aber gut, er macht nicht so viel Schaden. Ausweichen. Okay. Ich würde mal versuchen. Okay, der ist raus. Sehr schön. So, ich würde jetzt gerne tatsächlich hier den Knight. Wie heißt denn du? Knight Light, genau. Wegzumachen. Okay, da kommt ein bisschen Schaden rum. Wieder mal ein Schild drauf machen.
Okay, da hat er sich gut selber geheilt. Mal die Blutung jetzt drauf. Gift drauf, ne? Ausgewichen, voll frech. Aua, was war das? Oh, warte mal, ist das nicht die Heilung? Doch. Aber es ist halt mit Angriff verbunden. Hä? Jetzt hast du nur eingeheilt. Ach so, weil das Spotlight ist. Oh. Schon gewundert gerade. Wo kam der Schaden gerade her? No, Angriffstone. Das heißt, ich muss jetzt hier mit Stealth 11 finishen. Gut, er ist raus. Also jetzt sollte es, glaube ich, wesentlich einfacher sein. Das muss Stormblade versuchen. Aber der halt gar nicht so geknallt hat, wie ich dachte bisher. Okay, da knallt er. Da knallt er. Ich habe nichts gesagt. Entspann dich bitte. Die Blutung ging trotzdem rauf. Sehr schön. Bitte Vergiftung jetzt noch rauf. Ah, schade. Ich werde das mit Ambush drauf machen. Ah, diese ganzen AOE-Sachen, die tun. Ja, da war Spotlight raus. Ich will eigentlich Stormblade direkt raus haben. Tschüss. Nochmal ein Schild. Ah, danke. Schade, keine Blutung. Na, schade. Das wollte ich jetzt nicht. Ausgewichen. Oh, nice. Sehr schön. Ich habe meinen ersten Kampf gewonnen. Oh. Direkt 100 Ränge aufgestiegen. Was? Nee, ich bin immer noch 821. War ich da vorher auch schon, oder? Arena Lobby. Also die anderen sind halt alle Hardcore. Richtig Hardcore. Aber man hat 10 Kämpfe pro Tag. Hier muss ich nachher nochmal kurz, warte mal, die Formation. Einfach mal kurz ändern hier. Sowohl da, als auch hier. Danke. So. Gut, machen wir mal mit den Einser weiter. Das wird schon wieder ein Hardcore-langes Video, ne? Tut mir auch voll leid. Ich habe gerade erstmal Schreck gekriegt, weil ich dachte, ich wäre live gegangen auf Twitch und nimm das gar nicht auf hier. Null. Na gut, dann hätte ich das von Twitch einfach auf YouTube hochgeladen. Kein Ding. Kein Ding. So. Autokampf ist aus. Ah, es hat mich verloren. Hat gereicht. Belastend. Ne. Dann machen wir das. Ist doch kacke. Ne? Ich hab doch gedrückt. Okay, so. Hier haben wir die AOE drauf. Mhm. Hat ja gehofft, dass jetzt noch Blutung draufkommt, aber nö. Das Spiel gönnt mir halt einfach null. Nö. Und jetzt du Feueramt hier. Also hier komme ich noch easy durch. Das finde ich sehr schön. Und ich war ja auch irgendwas, wenn ich hier normal mache, ne? Untersuchung der erwachenden Dimension beginnen. Wir müssen die gemischte Essenz, die gegen das Prinzip des Skylander verstößt, reinigen. Besiege den Zerstörer von Arkean und erhalte die Essenz zurück. Die Erweckungen sind freigeschaltet. Ja, nice. Das war genau das, was ich wohl meinte. So, Meister Aeon hat uns kontaktiert, wahrscheinlich wegen der Untersuchung der erwachenden Dimension. Wir müssen die Untersuchung beginnen, um die Details herauszufinden. Es könnte wegen der Explosion sein. Okay. Da oben, das hier? Ja. Oh mein Gott, Trollking! Ich glaube, er versucht unsere Dimension mit dem Erweckungsstein zu zerstören. Warte, wir können diese Macht nutzen. Lass sie uns erforschen. Bitte besiege Trollking und hol dir den Erweckungsstein. Ah.
nicht sicher. 63.000, 94.000, könnte ich sogar auch mal schaffen. Ja, ab hier wird es schwierig. Es sind auch nur 4 Ebenen, ne? Oha, hier kriegt man... Holy shit, 600 niedere Erweckungssteine. Wie viel kriegt man hier? 100. Okay, wie viele braucht man denn, um die zu erwecken? Das hätte man, glaube ich, besser machen können, oder? 7. 10. 10, 10 betreten. Ach, man kann sogar nur 10 Mal am Tag hier reingehen. Alles klar, verstehe. Deswegen. Ich habe gerade mal 3 im Besitz. Ja, dann gehen wir doch mal rein, ne? Und schauen uns das Ganze mal an. So, erstmal Aoi. Ja, wenigstens blutet einer. Das heißt blöd. Machen wir nicht diesen? Da haut er mich einfach. Er muss sterben. Ich sagte, du musst sterben. Fucking. So, ich habe keine Ahnung, was er kann. Also gehe ich einfach mal, wie immer, direkt auf den Boss. Natürlich kommt keine Blutung rauf. Belastend. So, die AOE in der Hoffnung, dass dann Blutung raufkommt. Natürlich nicht. Die Vergiftung nochmal aktualisieren. Ja, nice. Ja, kriegst du ein bisschen Scoot-Schaden. Ja, nochmal ausweichen, weil ich halt nicht weiß, was er gleich danach macht. Aber ich komme hier gut durch eigentlich. Lädt er gerade das auf? Ja, lädt das gerade auf. Das ist böse, glaube ich. Ganz, ganz böse. Hör auf damit. Aber er sollte jetzt raufgehen durch die Verblutung und so weiter. Nein! Er hat es ganz knapp nicht. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt wesentlich mehr Schaden. Stirb an der Verblutung. Bye, bye. Nice, Eliminierung der Untersuchung der Wachen in Dimension freigeschaltet. Hä, was? Habe ich das nicht schon? Ah, nee, Eliminierung. Eliminierung in der Untersuchung der Wachen in Dimension ist jetzt verfügbar. Erkunde jetzt noch schneller als zuvor. Könnt jetzt also hier einfach Eliminierung klicken und dann habe ich es, ja? Portalmeister, ich bin sicher, du kennst dich mittlerweile bestens mit Kämpfen aus. Du kannst das bisher Gelernte anwenden, um den Kampf zu überspringen und den Trollking zu eliminieren. Erwerbe 3 Sterne für jedes Stockwerk und erhalte bei Eliminierung Sofortbelohnung. Brauche ich irgendwas, um... Nur die Energie, ne? Nur die Energie. Aber ich würde tatsächlich gerne... weil Stufe 2 werde ich wahrscheinlich auch noch gerade so schaffen, denke ich. Also 3... Nein, 3 werde ich heute nicht mehr packen. Und 4 auch nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das täglich ist, ne? Die 10 Dinger hier. So, das kostet sogar schon 6. Das davor war 4, ne? Ja. Wird natürlich auch von Mal zu Mal teurer. Aber hier habe ich halt auch eine höhere Chance auf die mittleren Erweckungssteine. Ich brauche natürlich die hier, die ultimativen für mein Legendär. Das ist natürlich belastend. Ich habe jetzt... Was, wie viele? Ja gut, die werde ich wahrscheinlich noch nicht kriegen. Also ich muss tatsächlich hier oben ankommen, damit ich überhaupt Legendäre bekomme, diese ultimativen. Weil, wir können ja einfach mal kurz schauen. Ich gehe stark davon aus. Gut, man kann die wahrscheinlich auch kombinieren, oder? Naja, bin ich natürlich falsch. Maximum-Material, wo haben wir sie? Da. Ja, man kann sie kombinieren. Aber das ist halt schon wieder eine ganze, ganze Menge hier. Eine ganze, ganze, ganze Menge. Das nervt mich schon wieder gerade tatsächlich ein wenig. Aber okay. Erweckung? Ah, nee. Er steckt eine erstaunliche Energie in dem... was? Es steckt eine erstaunliche Energie in dem von Trollking erworbenen Erweckungsstein. Mit dieser Energie wirst du in der Lage sein, Skylander zu erwecken. Du kannst Skylander... Achso, man kann nur pro Stern dann hier. Du kannst Skylander entsprechend der aktuellen Entwicklungsstufe erwecken. Je nach Erweckungsstufe werden verschiedene Effekte aktiviert. Ausdauer? Tipp auf den Bildschirm, um zur nächsten Anleitung zu gelangen. Mach ich mal. Die Ausdauer kann sich erhöhen oder der Skill und... oder das Aussehen kann sich ändern. Stärke deinen Skylander, indem du sie erwächst. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was heißt denn hier die Ausdauer? Ich habe keine Ahnung, was das... Ach so. Ah, die Ausdauer. Ah, ja. Ich verstehe. Die Ausdauer ist natürlich das, was die Skylander haben, um sie niederschlagen zu machen. Beziehungsweise... Ne, you know what I mean. So.
Also, ja. Aber ist das wirklich nur jetzt die Ausdauer? Keine besonderen Werte, die noch hochgehen oder so? Ist ja ein bisschen belastend, oder? Wie viel brauchst du denn für die Erweckung? Ich könnte dich theoretisch schon erwecken. Hier geht aber auch nur die Ausdauer weg. Aber hier ändern sich halt noch... Ach, das kann ich sogar direkt sehen, oder was? Giftsporn und du heißt Elfengift-Jiu-Jitsu. Hier haben wir nur Vergiftung und Niederschlag. Hier haben wir Vergiftung und Niederschlag Ausweichrate. Verringert Angriffsausweichrate um 10%. Aber wisst du... Ne, die Ablenkzeit bleibt. Die Kosten bleiben auch. Ein Gegner bleibt auch. Wirst du denn auch stärker? Ah ja, 85% Schaden. 10% Ausweichrateverminderung. Und... Ja gut, die Vergiftung für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Okay. Gut. Aber wir versuchen jetzt trotzdem mal den Trollking auf Stufe 2. Entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Aber es müssen ja theoretisch nur alle überleben, ne? Und ich war halt noch nicht gezwungen, quasi bisher, tatsächlich mal zu heilen. Oh, es sind sogar 3 Wellen. Oh, die halten natürlich jetzt wesentlich mehr aus. Schauen wir mal. Ich will gar nicht, dass du hier irgendwie was auflädst. So. Ich habe jetzt 5. Das heißt, wir können hier einmal so angreifen. Und dich finishen. Okay. Dann einmal so. Und einmal so. Na, das geht auch ganz gut eigentlich. Das geht wirklich gut. So, nächste Welle. Kommt einmal wieder die AOE drauf. Gut, immerhin 2, die bluten. Verstehe. So, du runter. Schade. Gucken, wie viel Schaden das tatsächlich macht jetzt mit seinem Ding. Achso, er hat mir jetzt Regeneration runtergemacht, oder was ist das? Wollen wir mal kurz gucken. Unerholbar. Okay, die Wiederherstellung der HP wird unmöglich. Ich kann also nicht heilen gerade. Was? Dass du kein Blutung drauf kriegst? Voll frei. Oh, Alter, er lebt. Ja gut, aber die Vergiftung sollte ihn jetzt killen. Ja. Die AOE hebe ich mir noch auf. So. Okay. Könnt ihr jetzt noch eine Runde heilen eigentlich? Okay. Bin wieder fast voll. Damit ich zumindest eine Runde weniger habe jetzt. So, erst die AOE. Okay, immerhin auf den linken Turm ist die Blutung. Oh, ich habe sogar noch Mana gehabt, sehe ich gerade. Shit. Nee, damit wollte ich eigentlich angreifen. Okay, Blutung ist drauf. Gift ist auch drauf. Ausweichen mal hochmachen. Na, schade, 2 Runden mit der Heilung. Ich krieg jetzt jede Runde Blutungsschaden. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht Stealth Elf killt. Oh, ich hoffe es so sehr, ne? Ich hoffe es so sehr. Ja, Ambush macht halt gut Schaden. Okay, es hat nicht... Oh, okay, hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Please stop. Okay, so. Einmal wieder die AOE. Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich auf die Power gehen sollte. Oh, das ist böse hier mit Self-Elf. Der Blutungsschaden die ganze Zeit. Vergiftung. Oh, ist er jetzt ausgewichen? Warum gehst du die ganze Zeit auf Self-Elf? Was ist dein fucking Problem? Ja, Self-Elf ist wahrscheinlich jetzt tot. Muss ich gleich nochmal reingehen. Also schaffen werde ich es höchstwahrscheinlich.
aber nicht mit 3 Sternen. Nun gut, dann machen wir das mal schnell zu Ende hier. Einmal durch. Blutung bitte. Ausweichen. Warum weichst du jetzt aus? Manchmal ausweichen, weil die alle schon wieder so fast low sind hier. Hm, trotzdem getroffen. Einmal kurz heilen. Heilung muss halt, also ist, ich kann den Cooldown glaube ich nachher noch ein bisschen runter machen, weil 4 ist halt doch ein gut hoch, aber ich glaube, ich kann das auf 2 runter machen. Ich kann es halt nur jetzt noch nicht machen, weil Super Boost halt noch nicht hoch genug ist und ich halt nicht genug Erweckungssteine habe. Ja, okay, Rollerball geht hier auch gut gleich drauf. Ich meine, ich habe 4-mal Blutung drauf, ja. Ich habe 4 Blutung drauf. Das wird hier gar nicht angezeigt, ne? 4-mal! Ich wusste nicht mal, dass es geht. Oh, yeah. 1000 Schaden. Nicht sicher, ob ich das überhaupt packe. Da muss ich das jetzt wirklich manuell dann machen. Aber das mache ich dann offscreen dann gleich nochmal. Eigentlich wollten wir das 1er fertig machen. Okay, das Flashwing ist draufgegangen. Ja, gut. Ambush hat halt, wenn er dann hat, sein Vampir, ne? Er kann sich halt ein bisschen selber heilen. Und sein Schild. Weiß jetzt auch nicht, wo die Blutung herkam. Ah, ich krieg jetzt wahrscheinlich, ja, es geht. Es geht. Es weicht die ganze Zeit aus! Der geht mir halt so hart auf den Sack, ne? Oh man. Okay. Ich glaube, ich komme 148, aber leider keine blauen. Keine blauen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel kostet das denn jetzt der F11? Also für die Stufe 2, weil da ändert sich ja sogar der zweite Skill noch. Charaktere. Stealth 11. Erweckung. 150 wahrscheinlich das nächste, oder? Ja, 120. Aber das wird jetzt hier freigeschaltet und ist natürlich dann einen Tick stärker. Mein, die Effekte bleiben quasi gleich, also an die Level 3. Ich habe gerade gesehen. Nee, du bist doch nicht Level 3. Das heißt, warte mal, habe ich den jetzt? Nee. Also, ich kriege ihn jetzt, oder was? Oder ist das jetzt? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht so ganz. Ich habe noch Giftsporen, ne? Kurz mal rausgehen, irgendwie. Ist das nicht richtig aktualisiert worden, oder was? Nee, ich habe immer noch Giftsporen. Okay, ich muss also noch mal erwecken und jetzt brauche ich schon die blauen. Gucken, ob ich sie nachher noch kriege. Und das wird halt hier auch noch. Das wird hier schon auf Level 2. Rotierender Wirbelhieb. Ist das mein... Ja, das ist der Skill. Was kannst du denn noch? 49%. Du machst weniger Schaden dann dadurch. Schlägst 4-mal... Ach so, okay, du schlägst dann 4-mal zu statt 2-mal. Genau, Effekt von wahrscheinlich von Games 30. Ja, jedes Mal präzise Angriffe wird hierzu durch einmal 800 Schaden als Schaden zu, wenn Angriff als kritischer Treffer landet. Diese Angriffe kann den Feind in den Niederschlag. Okay, alter, heftig. Ja, den will ich definitiv in den Crit bauen. Schade eigentlich, dass man hier keinen Schmuck hat bei ihm hier, weil. Also ist nicht alles Crit hier, ne? Du kannst mal weg. Die Einser alle weg. Aber es gibt halt einige, die hier Crit Rate
einfach mal hochballern. Aber ich habe jetzt schon gesehen, es gibt auch andere Effekte hier drauf, wie Crit-Schaden und so weiter. Aber hauptsächlich Crit-Rate, so wie hier. Und das finde ich schade, dass ich das nicht einfach draufballern kann. Aber es wäre ja auch zu einfach, ne? Wäre auch zu einfach. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich relativ leicht die Crit-Rate auf 100% kriege mit den ganzen Sub-Stats. Also, und die Folge geht hier schon wieder gut lange, weil ich mich halt von den ganzen anderen Sachen ablenken lasse. Vielleicht mache ich ein etwas länger. Also gut, wir machen jetzt eh Dings noch zu Ende jetzt. Oh, das sind 3 Wellen sogar jetzt. Waren es nicht vorher 2? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, klar, wir haben jetzt schöne Aoi rein. Keiner blutet. Das finde ich ein bisschen schade, dass ihre Genauigkeit halt, seid ihr hier vielleicht mal oben, dass ihre Genauigkeit nicht so hoch ist und dementsprechend oft halt die Blutung und, ja doch, Blutung verfehlt. Ah, dass die beiden überleben, ist belastend. Plop, plop. Dann machen wir das mal so. Und einmal so. Hier wieder die AOE. Eine Blutung. Blutung ist halt so wichtig, tatsächlich. Aber es kommt halt so selten rauf. Was sind denn die ganze Zeit 3, ne? Und nicht wieder 4. Ich habe ja gedacht, dass jetzt nur noch 4er Gespanne kommen hier, aber wie man sieht, ist es nicht so. Okay, erstmal dich wegmachen. Und dann eventuell dich sogar wegmachen. Ja, nice. Ambush crittet halt schon ziemlich gut rein. Das finde ich sehr nice eigentlich. Und jetzt können wir auch hier ein bisschen reinballern. Hat sogar schon gereicht mit Ambush. Okay, ich dachte, ich muss sogar noch mit Rollerball rauf. Aber sehr schön. Weiter geht's. Jetzt machen wir straight durch. Ich hoffe, wir schalten jetzt gerade nichts mehr frei hier bei der ersten Insel noch auf normal. Aber ich finde es wichtig für mich tatsächlich. Ich finde es wichtig, dass ihr das halt alles mitseht, was ich hier so erreiche, was ich schaffe. Und was für Reaktionen ich zeige, wenn ich gewisse Sachen hier sehe und erlerne. Also für mich erlerne. Ihr kennt den ganzen Shit natürlich schon, aber... Oh, das war doch gut Schaden, weil es ein Kritter war. Ein Kritter. So. Machen wir mal so. Schade. Auch da schaff's nicht. Oh, irgendwie ist es gerade etwas belastend. Jetzt haben wir 6. Wir bräuchten eigentlich noch einen weiteren 2er-Angriff. Also es wäre halt cool, wenn der Skill hier von Brawler Brawl halt auch ein 2er-Angriff wäre. Aber wie ihr seht. Ne? Und so. Aber auf jeden Fall erstmal 2 weg. Und erneut die AOI. Das gibt's doch nicht. Dass sie noch so krass ausweichen können die ganze Zeit. So, mit dem 5er drauf, das sollte eigentlich reichen, oder? Ja. Selbst wenn es nicht krittet, ist ja schön. Ein 6, wir sind gleich durch hier. Mal gucken, ob wir das noch unter eine Stunde schaffen. Es wird immer weniger hier, ne?
Der hatte mehr als eine Blutung drauf, ne? Ich glaube, dass wenn da so grau zu sehen ist, oben in der Ecke bei dem Effekt, dann haben sie mehr als nur einem Effekt drauf. So, der hat zum Beispiel erst nur einen Effekt, ne? Der hat jetzt hier nur die eine Zweier, genau. Und wäre jetzt hier oben noch eine graue zu sehen, dann hätte er, glaube ich, mehrere Vergiftungen. Kann ich natürlich jetzt nicht checken, weil der halt instant stirbt. Und ich nochmal vergiften kann. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es so ist. Kann hier nichts machen. Aber wir können das gleich nochmal kurz checken, falls tatsächlich das jetzt hier funktioniert. Funktioniert nicht, weil da keine Heilung, keine Blutung drauf geht. Was war das mit dem Schädel? Großer arikayanischer Schädelkrieger. Headbrush. Ist das ein legendärer, ja, ne? Arikanisch war doch das mit dem Trollking hier gerade nicht, oder? Aber ich sehe hier ganz viele erste Beschwörungen. Licht- und Gleit-Premium-Beschwörungen. Okay. Okay. In Lichtdunkelheit einfach mal andere Netzweiß bekommen, auch nicht schlecht. Aber hier, erste Beschwörung nochmal. Wollen wir noch. Okay, jetzt ist gerade nicht so viel, aber es kommen wohl noch ziemlich viele krasse neue Spiele. Newborn Golden Out Giants are searching for active and good player. You want to join? Nö. Ich bin nicht so guter Spieler. Ich nicht sein guter Spieler. Oh. Nice. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt damit kille. Habe ich die AOE schon ready? Ja, nice. Oh, yeah. Gucken, ob ich ihn wegkriege. Yes, sehr schön. Ah, der war instant weg, aber da auch nur einen drauf. Okay. Auf zum Boss. Den kennen wir ja schon, ne? Aber der gibt mir auch. Mal gucken, ob der mir den jetzt wirklich gibt. Ich muss mal drauf achten. Ich hoffe, ich achte auch drauf. Ich sag das jetzt, aber ne, ein, zwei Minuten später habe ich es dann halt schon wieder vergessen. Kennt man, oder? Kennt man. Und hier kann ich direkt mal mit der AOE drauf gehen. Wir gehen mal mit dich. Und mit dich. Dass sie das echt überleben. Das ist voll frech, Mann. Könnt ihr noch nicht machen. Aber Jumpy. Jumpy Mage. So, erst die Blutung. Er kriegt natürlich keine Blutung drauf, belastend. Aber Gift. Auch nicht. Was soll man dazu sagen, ne? Bringt der eigentlich andere? Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, der bringt keine Erz draus, ne? Ich könnte versuchen, ihn damit zu vergiften. Funktioniert aber auch nicht. So, nochmal versuchen, die Blutung draufzukriegen. Ja, genau das meinte ich jetzt. Können wir mal kurz gucken. Genau, jetzt hat er nämlich zwei Blutungen drauf. Zweimal. Und das wird jetzt hier oben mit so einem kleinen grauen Gedöns angezeigt. Das war das, was ich vorhin die ganze Zeit meinte. Ich hab Bazooka. Okay, ich habe vielleicht Ausweichen ein bisschen zu früh gemacht. Da hat er sich hingelöst. Noch Blutung. Hm.
will er es nochmal machen. Voll frech. Aber du schaffst das diesmal nicht. Da ist er down. Alle nochmal Level up. Nice. Welche Slots hinzufügen? Nice. Auf den sie können zusätzlich welche blablabla. Kennen wir schon. Singender Wald. Lobby-Hintergrund freigeschaltet. Du kannst jetzt den ersten Singender Wald Lobby-Hintergrund verwenden. Wende den Lobby-Hintergrund an, indem du zum Menü Lobby-Team-Formation gehst. Okay. Und Unterwerfung. Singender Wald nochmal. Jetzt lass die Wächter die Führung im Abenteuer übernehmen. Schau ich mal kurz an. Nochmal Singender Wald. Jetzt kann ich hier zwei weitere reinmachen. Oh, das wird glaube ich gut jetzt dazugeben, oder? 930. Ah, ich krieg jetzt auch noch Tränke nebenbei. Also ein alle zwei Stunden, wenn ich das jetzt hier richtig erkenne. Also einen halben pro Stunde, sprich einen alle zwei Stunden. Oder? Oder? So, mal kurz die Mission. Oh, die gibt's einiges. Genau, 200 Energie. Können wir das nochmal abholen? Und man kriegt jetzt tatsächlich pro Ding einfach nochmal 10 Gems und Energie. Das genau hatte ich gestern gemeint. Also gestern in für euch vor 4-5 Folgen oder so. Und ob ich das hier noch schaffe, weiß ich gerade nicht. Müssen wir mal schauen. So. Niedere Erweckungssteine, die nehme ich natürlich auch mit. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch Erweckungssteine. Die sind wunderschön. Das mache ich nachher alles noch offscreen. Das muss ich jetzt nicht alles hier in der Folge machen. Hier kriegen wir auch nochmal schöne Gems wieder hinterhergeschmissen. Finde ich wunderschön. Finde ich so wunderschön. So. Mal kurz die ganzen Sachen hier noch abholen. 60.000 Gold, 1 L-Trank und 100 Erweckungssteine. Ja gut, eigentlich kann ich quasi sogar Ambush jetzt mal entwecken, ne? Weil seine Attacke ist ja auf... Ja gut, ich kann ihn einmal erwecken. Weil das kriege ich erst danach. Okay. Und jetzt brauche ich schon 10 blaue. Okay, mal schauen, wann ich die bekomme. Aber ich werde jetzt offscreen gleich die anderen Sachen auch machen, damit ich das heute abhaken kann und einfach nur die ganzen Insel abarbeiten kann. Nach und nach jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber wir werden sehen. Hier haben wir auch noch was fertig. Aber glaube ich nicht genug Münzen, ne. Ich kann noch mehr abholen. Betrete eine goldene Höhle. Achso. Wenn ich das dreimal täglich mache, kriege ich hier auch noch Münzen. Oder Lollis, wie auch immer. Und das ist wohl immer, oder? Ist das immer? Ich dachte, das wäre jetzt ein Event hier. Aber das kann man wohl immer holen, ne? Legendäre Skill-Aufwertungssteine. Das ist eigentlich ganz nice. Aber um das zu bekommen, brauche ich ja das hier. Und wow, das wird, glaube ich, ewig dauern. Aber ist okay, denke ich. Ist okay. Schauen wir mal. Von daher... Das war's auch schon wieder eigentlich, aber gut, die Folge geht jetzt auch schon wieder etwas über eine Stunde. Es tut mir leid, dass sich das immer so hinauszieht und ich mich hart ablenken lasse teilweise und Zeugs zeige oder noch kennenlerne tatsächlich. Ist ja noch meine Kennenlernphase mehr oder weniger, auch wenn ich das Spiel schon einmal früher gespielt habe, ist es jetzt ja doch komplett anders. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wenn ja, ne, ihr kennt das Prozedere. Und von daher, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, whatever. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.